Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit den Soundpeats Bluetooth 5.1 Kopfhörer. Free to Classic Kabellöserlinchens Ohrhörerchens mit 30 Stunden Spielzeit. IPX5 Wasserdichtigkeit für unseren Sport. Es sind Stereo-In-Ear-Ohrhörer mit einem eingebauten Mikrofon für klare Anrufe. Das heißt, wir haben hier also Earbuds am Start, die ihren Job als Headset dort zu Genüge leisten können. Und dabei ist es so robust und wasserdicht, dass wir damit auch Sport treiben können. Die Hüllen werden eine lasergraviertes Lederstruktur in Kombination mit Metallelementen. Sehr edel. Die Soundpeats Free 2 Classic Ohrhörer erreichen ein Gleichgewicht zwischen Schönheit und Komfort. Jeder Ohrstöpsel wiegt federleichte 4,6 Gramm und das ergonomische Design bietet ein perfektes Trageerlebnis mit ganztägigem Komfort. 8 Stunden Spielzeit pro Aufladung und weitere 2,8 Aufladungen durch das Ladeetui. Das heißt also, wir können fast dreimal aufladen. Die kabellosen Free 2 Classic Ohrhörer verlängern unseren Genuss auf insgesamt 30 Stunden. Und es dauert nur 1,5 Stunden, um die Ohrhörer selber aufzuladen. Und 2 Stunden, um das Ladecase per USB-C-Ladung wieder aufzuladen. Das heißt, wir haben sozusagen ein Mothership, ein USB-Aufladecontainer, der die Buds, die kleinen Kopfhörerhähnchen, dann innerhalb von 1,5 Stunden mit Energie versorgen kann, wenn sie leer sind. Und wir dann wieder genug Zeit haben zum Anhören. In dieser Zeit können wir dann, wenn wir wollen, das Ladeetui wieder aufladen über ein USB-Kabel mit einer Quelle, wie zum Beispiel einer mobilen Einheit, wie eine Powerbank zum Beispiel oder ein Computer oder ein AC-Adapter, sprich ein Handy-Ladegerät oder eine USB-Schnittstelle, was auch immer. Das heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit losballern. Wir brauchen immer nur alle 8 Stunden mal 1,5 Stunden Pause. Irgendwann sollte ja sowieso nicht so lange Ohrkopfhörer, die den Gehörgang verschließen, tragen. Das muss man dazu sagen, denn ansonsten gibt es irgendwann verstopfte und verserumte Ohrgänge. Das heißt, die müsst ihr dann ausspülen lassen. Also nicht jetzt unbedingt 8 Stunden am Stück jedes Mal die Dinger jeden Tag drin haben. Ihr braucht auch Belüftung in eurem Gehörgang. Wenn ihr das aber wollt, könnt ihr es erreichen. Die Soundpeats Free 2 Classic Bluetooth Ohrhörer sind mit IPX5 Wasserdichtigkeit zertifiziert und beständig gegen Spritzwasser, Schweiß und Regentropfen. Sie können sportliche Power genießen und müssen uns also keine Sorgen machen, dass die Feuchtigkeit das unterbrechen sollte. Nein, denn sie sind ja spritzwassergeschützt. Das heißt, wir können damit auch duschen gehen, ja, das wird noch gehen, schwimmen, nicht so. Vielleicht klappt es, ne? Also da muss man dann sagen, aber tauchen, nee, tauchen gehen wir damit nicht. Ne? Außer wir würden sie unter dem Neoprenanzug anziehen und dann eine Kapuze anhaben, die wasserdicht ist. Dann geht das natürlich wieder. Ne? Also ihr seht, Möglichkeiten hat man immer. Wir haben einen dynamischen 6 mm Treiber, der bietet starke Bässe, weiche Mitten und klare Stimmen, damit wir einen immersiven, schlagenden Power-Sound genießen können. Die Verwendung eines fortschrittlichen Bluetooth 5.1 Chips macht den Klang schön und angenehm, was für unseren täglichen Sport und oder die Arbeit zu Hause natürlich dann vollkommen ausreicht. Es ist absolut okay, der Sound. In dieser Preisklasse ist das alles gut. Die Mikrofone sind mit einem staubdichten Metallgitter ausgestattet, um Windgeräusche etwas abzumildern. Die dadurch natürlich uns beim Anruf zum Beispiel, beim Recall klar und auch reibungsloser dadurch dann in der Kommunikation machen. Die Ohren unterstützen die Dual-Ear-Touch-Steuerung, sodass die Lautstärke steuern, den Titelwechsel, Anrufpausieren annehmen und einen Sprachassistent aktivieren können. Das machen wir, indem wir dann rechts tippen oder links tippen, um dann den nächsten Track, den vorigen Track oder Lautstärke hoch, Lautstärke runter. Wenn wir dann mehrmals tippen, ist es dann Previews, Next etc. oder gedrückt halten, würden wir dann die Lautstärke verändern etc. beziehungsweise in den Sprachassistenten diesen zu aktivieren und auch zu nutzen, der zum Beispiel in unserem Bluetooth
fähigen Handy dann dort gepairt ist. Das Pairen ist ganz einfach. Wir gehen einfach hin, machen die Geräte an und sagt eine Stimme, dass sie im Pairing-Modus ist. Dann werden wir sie in unserem Smartphone suchen über den Bluetooth-Adapter und dann verknüpfen. Wenn wir das einmal getan haben, werden sie immer wieder uns dort aufsuchen, wo sie vorher schon gepairt waren. Hier sind die Free-to-Classic-Teile. Die sehen auch richtig cool aus, finde ich. Die haben ein schönes Design und wie ja schon gesagt, sie sind wasserdicht, sie sind Touch-Control, sie können 30 Stunden spielen. Natürlich mit der Ladebucht, ne? Das muss man immer dazu sagen. Und können demzufolge auch uns über die ganze Zeit richtig bei Laune halten. So, was haben wir? Erstmal Zubehör, dann zum Hauptprodukt. Das Zubehör wird sein, wahrscheinlich USB-Kabel, um es dann aufzuladen. Und das ist auch mit extra anders geformten Stopfen ausgesehen. Das heißt also, wenn ihr die Stöpfchen ändern wollt, weil euer Gehörgang zum Beispiel größer ist oder kleiner ist, könnt ihr es auch benutzen. So, hier haben wir USB-C zu USB-Kabel, Typ C. Können wir also alles da dran ballern und benutzen. Hier unten ist noch eine Bedienungsanleitung dabei, die schauen wir uns auch noch an. Hier, Bedienungsanleitung, Free to Classic Wireless by Soundpeats. So, hier seht ihr Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch wird das sein. Und hier gibt es das in Farbe. Ne, es gibt es nicht in Farbe, aber ist ja nicht schlimm. Hier seht ihr die einzelnen Arten des Tippens. Ne, wir haben also Touch Control. Einmal Tipp, zweimal, zwei Sekunden halten, würde dann den Call annehmen, wenn er zum Beispiel kommt. 1,5 Sekunden halten, würden wir auflegen, beziehungsweise den vorigen Track nehmen auf der linken Seite. Dreimal tippen heißt, dass die Sprachsteuerung losgeht. Zweimal tippen heißt, entweder annehmen, auflegen oder Play und Pause. Einmal tippen ist runter mit dem Volumen und das gleiche auf der anderen Seite im Kontext. Einmal tippen lauter, zweimal tippen annehmen, auflegen etc. Dreimal tippen Soundassistent. Anderthalb Sekunden würde dann dann den nächsten Track ansetzen und zwei Sekunden halten würde dort dann auch den Pending des Anrufs einleiten. So, ihr seht, ganz einfach, das ist intuitiv bedienbar. So, jetzt schauen wir uns an. Hier sind sie. Schönes kleines Ledercase, auch wenn es nicht, das wird wahrscheinlich nicht echtes Leder sein. Es sieht aber voll aus wie Leder. Guckt euch die Lederoptik an. Sehr schön. Hier unten kommt unser Ladefreund rein. Das heißt, hier kommt ein USB-Kabel rein. Zack, rein damit. Und dann seht ihr hier, blinkt das Ding und lädt auf. Das ist dann, um die Earbuds, die da drin sind, die diesen kleinen Earbuds, sind dann dafür da, um geladen zu werden. Außen ist ein Branding, Soundpeats, und das können wir machen. Wir können es natürlich aufklappen oder schließen. So, jetzt gucken wir mal, ob das einhändig funktioniert. Ich nehme es in die rechte Hand, nehme es auf, nehme es zu, nehme es auf, nehme es zu. Funktioniert sehr gut. So, wenig Platz, weil sehr kompakt gebaut. Ich habe schon Soundsysteme gehabt, die viel voluminöser sind. Aber das ist ja cool, weil so passt es überall rein und wir haben Platz für uns. Ne? Also für uns, ne? So, ne? Mehr Platz für uns. So, hier sind die Löcherlinchen. Hier unten ist, wie gesagt, der Akku integriert. Hier sind unsere Freunde am Start. Sehr schönes Design, wie auch schon auf dem Foto gesehen. Hier haben wir die Möglichkeit, dann den Ohrstöpsel herauszunehmen, plöpp, und einen anderen einzusetzen. Und hier sind auch die Lautsprecher eingenistet. Und das können wir dann wieder reinpressen. Ein bisschen hin und her, bis wir da wieder drin sind. Die sind da so drüber gestülpt. So, und dann sind wir wieder am Start hier. Ein bisschen ausrichten. Und dann können wir auch schon wieder in den Gehörgang damit eindringen. Hier draußen ist die Touch-Steuerung. Hier unten ist ein Blinken, seht ihr gerade. Ne? Das ist gerade am Pairing schon, weil ich es rausgenommen habe. Dadurch werden die nämlich automatisch eingeschaltet. Und hier haben wir dann demzufolge einen Host und einen Sleeve. Wir können hier dann über die Steuerung Drückerlinchens gehen und können so dann eine Steuerung des ganzen Systems herbeirufen. So, bevor man anfängt bzw. wieder aufladen möchte, nimmt man hier diese Ladefreunde ab und kann demzufolge dann auch losladen, denn dann geht es in Position und kann, oh cool, sehr schön, mit Magnet einklips, habt ihr gesehen, zack, 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 geht hier, zack, nur dran halten, schon ist es in Position und wenn es auflädt, ist es hier vorne am Blinken. Hier seht ihr, das Zeug ist echt cool, macht einen guten Sound, macht einen guten, nicen Eindruck. Das sind die Soundpeats
Free2 Classic. Yeah, headset. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.